Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen am Ende eines bemerkenswerten Europawahlsonntags. Denn dass diese 10. Wahl zu einem EU-Parlament Spuren in Europa hinterlassen würde, damit hatten ja viele vorab gerechnet, doch nicht unbedingt mit einer Reaktion wie der des französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Abend. Ich habe entschieden, neu über die parlamentarische Zukunft abstimmen zu lassen. Ich löse deshalb heute Abend die Nationalversammlung auf. Was nichts anderes bedeutet als Parlamentsneuwahlen in unserem Nachbarland. Und zwar schon Ende des Monats. Präsident Macron zieht damit die Konsequenz aus der krachenden Niederlage, die sein Parteienbündnis gegen das rechtsnationale Bündnis rund um Marine Le Pen heute eingefahren hat. Reaktionen bei uns auf diese Europawahl und die neuesten Zahlen gleich. Zunächst aber Christian Feld mit den Auswirkungen europaweit. Das ist die lauteste Siegesparty des Abends in Frankreich. Die Rechtsnationalen vom Rassemblement National liegen mit großem Abstand vorne. Und Parteichefin Marine Le Pen will die Macht. Wir sind bereit, das Land wieder aufzubauen. Wir sind bereit, die Interessen der Franzosen zu verteidigen. Wir sind bereit, der Masseneinwanderung ein Ende zu setzen. Wir sind bereit, die Kaufkraft der Franzosen in den Vordergrund zu stellen. Wir sind bereit, die Reindustrialisierung des Landes einzuleiten. Präsident Macron hatte am frühen Nachmittag seine Stimme abgegeben. Am Abend wendet er sich mit einer überraschenden Ansprache an die Republik. Das ist eine Situation, mit der ich mich nicht abfinden kann. Der Aufstieg der Nationalisten, der Demagogen ist eine Gefahr für unsere Nation, aber auch für unser Europa, für den Platz Frankreichs in Europa und in der Welt. Und auch in Österreich liegt zum ersten Mal die rechtspopulistische FPÖ vorn. Die Reaktion der konservativen Regierung? Der Auftrag an mich lautet, für mich jetzt auch hier klarzumachen, dass wir die Unzufriedenheit der Menschen aufnehmen werden und eben dann in Politik gießen werden. EU-Parlament in Brüssel. Hier im Plenarsaal sitzen heute die Medien. Demnächst werden es wieder die Abgeordneten sein. Und mit jeder Meldung verdichtet sich. Es werden deutlich mehr sein, die dem rechten Spektrum angehören. Bei der Europäischen Volkspartei wird unterdessen gefeiert. Die Parteienfamilie von Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen ist stärkste Kraft. Für eine zweite Amtszeit braucht sie ausreichende Unterstützung im Parlament. Keine Mehrheit kann ohne die EVP gebildet werden. Wir werden eine Bastion bauen gegen die Extremisten. Gegen die Extremisten von links und von rechts. Wir werden sie stoppen. Vor dem Parlament musikalischer Protest gegen rechts außen. Das Ergebnis in Frankreich nennen manche hier eine Katastrophe. Ja, schauen wir nach Frankreich. Sabine Rau live aus Paris. Das war doch ziemlich überraschend, diese Neuwahlnachricht heute Abend für die Franzosen, oder? Ja, das ist ein politisches Erdbeben hier in Frankreich. Mit diesem Wahlergebnis steht Emmanuel Macron, der Präsident, mit dem Rücken zur Wand. Und er geht jetzt voll ins Risiko. Er stellt die Französinnen und Franzosen vor der Wahl und sagt, wollt ihr ein europäisches Frankreich oder wollt ihr zurück in den Nationalstaat? Er hat in seiner Fernsehansprache heute gesagt, der Rechtsextremismus und der Nationalismus sind eine Gefahr für Frankreich. Sie schwächen Frankreichs Einfluss in der Welt und sie sind eine Gefahr für Europa. Und wir haben es gesehen, Marine Le Pen hat gesagt, wir sind bereit, wir können übernehmen. Macron tritt also die Flucht nach vorne in gewisser Weise an, aber könnte das für ihn als Präsidenten nicht auch gefährlich werden? Er geht hier voll ins Risiko, aber er hat meines Erachtens gar keine andere Wahl, denn bereits jetzt hat er ja keine eigene Mehrheit mehr im Parlament und deswegen geht er diesen Schritt, tritt die Flucht nach vorne an und setzt die Neuwahlen bereits für den 30.06. Das ist noch vor den Olympischen Spielen. Er übt maximalen Druck auf sein politisches Lager und seine Anhänger aus. Aber Sie haben vollkommen recht, es kann auch daneben gehen, denn wenn man die Stimmen im rechten Lager, im rechtsextremen Lager, muss man sogar sagen, zusammenzieht, dann kommt man in Frankreich auf 37%. Das heißt, im schlimmsten Fall für Macron könnte das bedeuten, er hat im
Parlament, in der Assemblée Nationale, eine rechte bis rechtsextreme Mehrheit, eine andere politische Farbe als die seiner selbst. Das heißt, es würde in Frankreich womöglich auf eine Kohabitation hinauslaufen. Das heißt, anderes Lager, andere Farbe im Parlament als des Präsidenten. Und das macht das Regieren für ihn dann praktisch unmöglich. Informationen live aus Paris. Vielen Dank, Sabine Rau. Und auch in einem anderen europäischen Land kündigt ein Politiker Konsequenzen an. Der belgische Regierungschef De Croo kündigt nach Medienberichten wegen der Verluste seiner Partei seinen Rücktritt an. Also eine Menge Auswirkungen dieser Europawahl. Und seit wenigen Minuten ist sie denn auch wirklich abgeschlossen, denn um 23 Uhr schlossen in Italien die letzten Wahllokale auf unserem Kontinent. In Deutschland dagegen fiel traditionell um 18 Uhr die letzte Klappe, und seitdem wird das Bild mit jeder Hochrechnung präziser.